Bei diesem drückenden und schwülem Wetter kam die Fahrt auf dem Sofafloß genau richtig. Es war für mich ein Lösen von den äußeren Schwingungen, der Stress und der Anspannung hin zur Konzentration auf das wirklich Wesentliche, die inneren Werte. Mit meiner Meditation fuhr ich auf dem ehemaligen Grenzfluss zwischen zwei weltumspannenden Systemen und genieße den Frieden. Auf diesem Fluss hätten wir uns noch vor 30 Jahren nicht so wie jetzt bewegen können. Es war der Grenzfluss zwischen BRD und DDR, zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Es herrschte der sogenannte Kalte Krieg. Inzwischen ist es für mich der optimale Fluss, um zu meditieren und Ruhe zu gewinnen. Denn mit Gottes Hilfe sind hier sehr wenig Menschen unterwegs und ich kann den herrlichen Reichtum in mir selbst kennenlernen. Fantastisch. Ach, das ist Sitzacker, wie es mich begeistert. Danke, Captain, für diese wunderbare Fahrt.